Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Bounty Train. Wir sind gerade in Boston, das haben wir uns ja hingeschlagen in der letzten Folge. Das war ja ein Kampf mit den Banditen. Ihr habt in den Kommentaren geschrieben, dass ich mir mal das Depot genauer anschauen soll und vor allem auch, wie ich erledigte Aufgaben wegbekomme, nämlich hier einfach drauf drücken. Ja, ganz einfach. Hätte ich auch selber drauf kommen können, aber danke für den Tipp. Wir gehen mal ins Depot rein. Schauen wir mal, was wir hier so Schönes haben. Hier können wir also dann noch neue Waggons kaufen. Und ich vermute mal auch unsere alten verkaufen. Allerdings ist es ja jetzt so. Das ist ja genau das, was wir eigentlich schon haben. Ja, genau, die Lok ist ja die gleiche. Zumindest vom Typ her so. Und das hier, den haben wir noch. Ne, doch, den haben wir auch schon. Aber den haben wir noch nicht. Da passt wahrscheinlich dann noch mehr Ware rein. So, unser Zug ist ja auch ein bisschen beschädigt worden. Können wir mal gucken, wie teuer das ist. $20 kostet das, den zu reparieren. Das kriegen wir hin. Hier wird es wahrscheinlich ein bisschen teuer. Hier kostet es $68. Aber auch das ist natürlich gut, das zu machen. Und hier können wir auch heilen, so wie das aussieht. Ist auch Geld, ist klar. Aber hier können wir... Hier funktioniert das mit dem Heilen. So, jetzt haben wir nur kaum Kohle noch. Aber wir haben ja Ware mitgenommen. Und die können wir jetzt eigentlich im Markt verkaufen. Profit $40. Verkaufen für 80. So. Ja. Bisschen mehr Kohle gemacht. Ja. Müssen wir jetzt mal schauen, was ist jetzt, geht es natürlich umgekehrt los. Was braucht Portland so? Jetzt muss ich mir das nochmal Verkaufspreis und Einkaufspreis. In Portland. Ich nehme mal an, dass das Graue das ist, was die brauchen. Die bräuchten Essen, oder? Oder ist es das, was die. Moment. Wir würden das kaufen für $10 die Nahrung und können es hier für $5 verkaufen. Wäre also schlecht. Nee, Moment. Quatsch, jetzt habe ich Schwachsinn erzählt. Wir kaufen es hier für $15 und können es hier für $3 verkaufen. Weil die das wahrscheinlich hier selber herstellen, genau. Dann ist das nämlich das, was die selber herstellen können. Und das andere, das, was sie brauchen. So, was brauchen die, was... Das hier wäre zum Beispiel was. Davon sind 12 da. Das können wir hier kaufen für $49. Und hier verkaufen wir 35. Hä? Das ist ja doof. Ein Verkaufspreis $35, ja. Ja, damit würden wir Verlust machen. Das wäre ja Schwachsinn. So, wie sieht es mit Öl aus? Buying-Preis, also der Preis, den wir bezahlen, $12. Und da kriegen wir hier $25. Das würde also plus machen. Also Öl könnten wir schon mal mitnehmen. Juti, dann lagern wir mal ein bisschen Öl ein. Wenn ich jetzt noch weiß, was hier Öl ist. $12, ja. Für 96 kaufen. Ich glaube, dann passt entweder passt jetzt nicht mehr rein oder wir können ja noch mal gucken, ob wir noch was mitnehmen können. Da würde mich mal interessieren, was haben die denn hier noch so? Waffen können wir hier für $58 kaufen und für 45 verkaufen. Auch schlechtes Geschäft. Das, was die gar nicht haben, ist das, aber das haben die anderen auch nicht. Puh. Was kaufen die für? Bin ich blöde. Das kaufen die für $28. Das ist ein bisschen doof hier. Irgendwie check ich das nicht. Also die kaufen es für $28 und die verkaufen es hier für... Nee,
Tour für 25, habe aber gerade nicht da. Ich muss ja immer von der Stadt aus denken und nicht von mir aus. Das ist halt eben mein Problem. Ich denke immer von mir aus, ich kaufe es und verkaufe es, aber das ist von der Stadt aus gesehen. Ja. Ich bin ein bisschen blöd heute. Okay. Bin ich in den letzten Folgen allgemein schon so, glaube ich. Okay, so, Portland hat hier kein Öl. Die Öl haben wir ja schon eingeladen. So, die kaufen das für 50 Dollar hier, das Metall. So. Und die verkaufen das hier für 34 Dollar. Das heißt, das können wir mitnehmen. Metall einladen. So. Wenn wir dann noch Platz haben. Metall. Das hier müsste Stil. Das sind Waffen. Bin ich jetzt doof? War das Stahl oder war es Metall? Ich glaube, das kann ja nur Stahl gewesen sein, oder? Ne, hier steht Metal. Aber das wird wahrscheinlich das sein. Warum heißt es denn nicht einheitlich so? Wo ist jetzt hin? Aber ich hätte ja einfach mal den Preis gucken können. Ich glaube, das kann ich mir gar nicht leisten, oder? Ja, ich habe keinen Platz mehr hier. Wir sehen was, wir könnten es jetzt hier wahrscheinlich laden und dann beim nächsten Mal einladen. Also wir können es hier hinstellen und beim nächsten Mal einladen. Gut, dann müssen wir uns jetzt wieder auf den Weg nach Portland machen. Und es sind keine Banditen da, das ist sehr schön. Chup, chup, chup. Zurück reicht's nicht mehr, da müssen wir wieder Kohle kaufen. Wir hätten noch ein Dings nochmal gucken können, ob wir noch einen Fahrgast mitnehmen können. Ach nee. So. Profit 104 Dollar, das klingt doch schon mal sehr schön. Wunderbar. Jetzt geht's wieder andersrum. Was braucht Boston? Toll, Boston hat doch alles. Bis auf den Alkohol. Oh, das haben die hier, aber auch nur eins. Bringt uns nicht so viel, aber die kaufen das für 62 Dollar. Die verkaufen es für 34. Das ist schon mal eins, was wir auf jeden Fall mitnehmen können. Alkohol. Wenn er noch hier ist. Gut, dann gucken wir in der Station nochmal, ob wir jemanden noch mitnehmen können nach Portland. Nach Osten. Achso, ja, das ist dieser. Wir sollen jetzt den Brief dort zu Mary bringen. Das hatten wir ja auch schon mal gemacht. Oh, hier ist echt kein Fahrgast. Nicht schlecht. Okay, wir düsen trotzdem mal jetzt nach Portland, nach Boston, um diesen Brief abzuliefern. Nochmal schnell Kohle kaufen für 15 Dollar, das kostet ja nicht so viel. Banditen, nein, die habe ich gar nicht gesehen. Wollen wir den Kampf wagen oder die 160 Dollar bezahlen? Wir können kein Geld bezahlen. Wir wagen den Kampf. Wir haben jetzt eh nichts dabei, was irgendwie teuer ist. Ja gut, anhalten sollten wir nicht. Aber die haben, glaube ich, keine Sperren hier auf dem Gleis, wenn ich mich nicht irre. Achso, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den Zug nicht wieder überstrapazieren. Wir werden geentert. Kannst du ans Fenster gehen? So, der hier hat ja noch seine Spezialattacke. Bringt ihm aber irgendwie gar nicht viel. Hey. Hey, Walter. Immer noch da.
da jetzt einen Sprengsatz hier irgendwo angebracht? Ich hoffe nicht. Oh, jetzt wollen sie hinten rauf auf den Zug. Und den Zug abhängen. Aber das wollen wir natürlich nicht. Ah, da kommt noch einer. Go on, ja, das haben wir doch ganz gut hingekriegt. So, dann vertickern wir das jetzt nochmal schnell. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei, also unseren Alkohol, den wir mitgenommen haben. Ach ne, jetzt können wir auch hier heilen. Sehr schön. Das ist also mit Patch gekommen dann wahrscheinlich. So, das bisschen Alkohol, was wir mitgenommen haben. Haben wir uns irgendwo, oder ich habe mich da irgendwie jetzt vertan. Hab das offensichtlich noch nicht so ganz begriffen. So, jetzt gehen wir Mary nochmal schnell den Brief. Kann man sowieso nicht so viel auswählen. Und jetzt müssen wir zurück zu Frank fahren. So, das machen wir dann. Können wir die hier noch aufbessern? Achso, die können wir jetzt hier nochmal. Oder nicht? Das mit denen auch jetzt unterhalten, aber wir können denen jetzt hier nicht sagen. Everything is okay. Achso, ich dachte, wir können jetzt hier noch ein bisschen aufwerten oder so, weil das so komisch geblinkt hatte da. Achso, den können wir aufwerten. Perk. Waffenattacke ist, glaube ich, nicht schlecht. Und uns selber können wir auch noch aufwerten. Intellekt. Nehmen wir das. Klingt ganz gut. Okay, so, das war's schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne einen Daumen nach oben geben oder einen Kommentar schreiben. Und ansonsten hoffe ich. Achso, ihr könnt es natürlich auch gerne abonnieren. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss, ciao, euer David von meindika.de.